Also mit 5 und 6 meinte ich die Episodenzahl. Ich weiß nämlich ganz genau. Auf jeden Fall habe ich über beide mal erzählt, ein bisschen. Generell zu vielen Superstars habe ich erzählt. Zu Cena, zum Undertaker, CM Punk, Triple H. Also eigentlich alle Superstars aus SmackDown vs. Raw 2009. SmackDown. Last week we saw two of the biggest superstars in the WWE join forces again as the Animal Batista rescued former tag team partner Rey Mysterio from a brutal beatdown. The balance of power in the SmackDown tag division has definitely shifted a bit, I think. Tonight they go up against another solid tag team in what should be a great contest. Oh, wir haben heute ein Tag Team Match. Das ist schon mal ganz gut. Gegen Kurt Hawkins und Zack Ryder. Ja. Jobber halt, ne? Die Edgeheads. Mit denen beide auch was zu tun hatten, zumindest mit Edge. Also haben die schon eine große Rolle. Also haben die schon ein bisschen Sinn, kann man sagen. Obwohl, bei der Road muss man nicht wirklich Sinn haben, ob man gegen wen man antritt, aber. Aber schön eigentlich so. Weil die hatten ja schon was zu tun gehabt. Ebenfalls hatten auch Batista und Rey Mysterio auch gegeneinander eine Fehde gehabt, wer es nicht weiß. Und zwar Ende. Bringe Gegner mit einem Irish. Hä? Wieso taggt er nicht? Hä? Ich wollte taggen. Nochmal. So, jawohl. So. Jetzt komm. Sehr schön. Jetzt wurde es getaggt. Und Whippin. Und bam. Bam. Sehr schön. Jawohl. So. Gut. Und jetzt hier. So. Was? Was labert der? So, und jetzt. Ich weiß nicht. DDT? Waren wir gemeint? So. Jawohl. Ah, scheiße. Ey. Das war ein fieser Low Blow. So. Hat Batista Probleme? Batista hat Probleme. So. Scheiße. Das ging schief. Ja, das war auf jeden Fall, soweit ich weiß, bei, so. Komm. Ey. So, jetzt komm. Jawohl, komm, jetzt komm. Jetzt ein Hot Tag. Jetzt ein Hot Tag, komm. Komm, Batista. Hot Tag, Hot Tag, Hot Tag. Mach ein Hot Tag mit mir. Boah, was für ein Clothesline, ey. So. Oh, schade, ich wollte einen Hot Tag machen. Schade. Oh nein, aber ein schöner Elbow. So. Gut. Hä? Lol. Und bam! Schöner Dropkick von Rey Mysterio. Und jetzt, hä? Was willst du? Was willst du? Bam! So. Jawohl. Schön gemacht. Und jetzt. Und jetzt. Sunset Flip! Und jetzt komm. Du. Schade. So. Jawohl. Und. Oh, schade. Und jetzt. 619 Ansatz. Komm, mach die Sound weg. Oh, muss ich das regeln, oder wie? So, und jetzt Pin. Komm. Das schaffen wir heute. One. Batista. So. Jawohl, komm. Ja. So, und BAM! So, und Pin. Jetzt komm. One. Two.
Oh. Ein Two-Count. Und ein Moonsault. Jawohl. So. Jawohl. Scheiße. Soll ich irgendwie schon einen schönen Move machen? Aber nein. Ich wollte mal die Fähigkeiten eines Rey Mysterios zeigen. So. Ja, was willst du, so, bam. Gut, komm. Was für ein Senden? Das war ein Scheiß-Senden, Michael Cole. Steh auf. Steh auf. Steh auf. So. Jawoll. So, jetzt komm. Jawoll. Und jetzt Titel senden und jetzt komm. One, two, three. Oh, das reicht sogar, obwohl er länger lag. And that's the match. Rey Mysterio und Batista zeigten mal heute eine grandiose Leistung, wo sie den Tag-Team-Title nicht haben, aber vielleicht darauf anpriesen. Mal gucken. Ja, die waren früher schon Gewinnerteam. Wie gesagt, noch einmal zurück. Sie hatten 2009 bei Bragging Rights die Fehde gehabt, wo Rey Mysterio ja angeblich Batista's Style Chance gehabt, weil er den Cover einmal unterbrochen hat gegen den Undertaker, der damals Champ war. Und dann gab es halt diese Fehde, wo Batista ein Heel geturnt ist. Ich kenne mal den Satz, kennt jeder. You're supposed to be my friend! Ja, das müssen wir eigentlich noch kennen. Ja. So viel dazu zur Fehde zwischen den beiden. Das war ganz okay. Haben wir Batista relativ dominant dargestellt. Und meiner Meinung nach war er auch ein guter Heel. Also, er war nicht schlecht. War ja auch WWE-Champ, hat eine Fehde mit John Cena, wo er aber richtig scheiße ausgesehen hat. Aber, naja, so ist es halt. So, wir sind nun zu einer neuen SmackDown-Ausgabe. Und mal sehen, was das Tag Team Mysterio Batista heute, ja, für ein Match hat, für ein Vorhaben. Oder was die für eine Rolle heute spielen. Darauf können wir heute gespannt sein, hier in Austin, Texas. Welcome to SmackDown. We're nearing the Royal Rumble. And things have been shaken up in the past two weeks. The Mysterio Batista locomotive is gaining speed. And I can't think of a single force that can slow it down. I don't know, Coach. SmackDown's got some pretty imposing forces. And Rey Mysterio and Batista will definitely have their hands full tonight when they take on the combined might of the Brothers of Destruction, Undertaker and Kane. Oh, das ist ja nicht mal eine Herausforderung gegen Undertaker und Kane, die Brüder der Zerstörung. I was gonna call and welcome you guys to the tag team division, but that would be a waste of time. After you bozos get a dose of reality and find out you can't compete, you'll be out of here. I was gonna call and welcome you guys to the tag team division. Milchgesichter, guck mal, wie du aussiehst. Dann kannst du reden. Ach ja, Miss. So, das wird natürlich eine größere Herausforderung. Undertaker und Kane. Undertaker gegen meinen Lieblingswrestler. Boah, müsst ihr euch mal die Größe angucken zwischen Undertaker und Rey Mysterio. So. Die hatten ja schon ein paar Matches gehabt. Ja, 2002 hatten die mal ein Match, als Undertaker das American Badass Gimmick hat. Mit diesem Tournament. Dann halt. Ja, 2009, 2010. Hatten sie ein paar Matches gehabt um den WWE World Heavyweight Title, was aber immer der Undertaker gewonnen hat. Ich glaube, eins sogar per DQ, als Batista eingegriffen ist. Ja, damit Rey nicht Champ wird. Und ja, schade. So, und jetzt, oh, jetzt der Undertaker strikes. So, und ich muss auch ehrlich sagen, das Royal Rumble Match vor allem von den beiden, fand ich richtig gut für zwischen den beiden. Also das ist zum Beispiel ein Match, woran ich mich sehr gut dran erinnere, okay? Ich erinnere mich eigentlich an viele Matches von Undertaker gegen Rey Mysterio, aber was ich so am besten fand, war das Match zwischen den beiden beim Royal Rumble, weil ich habe da auch so ein Tempo gesehen, was der Undertaker eigentlich, ja, sagen wir mal so, eigentlich nicht bei seinem Alter nicht fährt. Und da auch Respekt. Und ja, jetzt ein Slam. Und besiegen wir damit den Undertaker? Nein. Komm, Batista. So, komm. Jawohl.
So. Jawohl. Und jetzt legen wir es mal mit Kane an. Was ja eigentlich eine dumme Idee ist, aber lassen wir einfach mal. Da ist ja noch nicht der maskierte Kane. So. Und da attackieren wir den Rücken. So. Und dann. Ja, schön. So. Moonsault. Macht die Batista-Bomb. So. Gut, komm, komm, komm. So. Jawohl, komm. Ja, da gehen hin. So, und ein Kick. So. Jawohl. So. Boah, schade. Schöner Flip-Versuch. So. Jawohl, komm. Moonsault. So. Auf einmal steht Kane auf. Und jetzt. Bam! Ein DDT ist das. Hm. Wüsste ich nicht, dass es ein DDT ist, aber okay. Scheiße. So. Jawohl. Komm. So, jetzt komm. Komm, komm. Jawohl. Jawohl. Jetzt braucht Batista Hilfe. Komm. Schön. Rey Mysterio. So. So. Jawohl, komm. Jawohl. Und Dropkick. Jetzt komm. Jawohl. Und 619 Ansatz. Gegen den Undertaker. Besiegen wir den Undertaker. Jawohl, komm. Jetzt komm. Jawohl. Jetzt komm. Besiegen wir den Undertaker. 1, 2. Nein. Der Undertaker lebt noch. So. Jetzt komm. Jawohl. Schön. So. Jawohl. Und jetzt noch einmal. Der 619-Ansatz gegen den Undertaker. Und jetzt liegt er. Jetzt liegt der Undertaker. Das ist ein gutes Zeichen. Und jetzt komm. 1, 2, 3. Wir haben den Undertaker besiegt. Wir haben Undertaker und Kane besiegt. The Brothers of Destruction wurden von Mysterio und Batista besiegt. Das ist ja krass. Sie schlagen. Okay. Keine Ahnung, egal. Wir haben es geschafft und wir sind mal gespannt, was wir in der nächsten Woche für eine Herausforderung haben. Auf jeden Fall läuft es für die beiden perfekt. Immerhin haben sie den Undertaker besiegt und Kane. Und das heißt ja natürlich was. Aber wir hätten einmal fast verloren. Nachdem Batista den Tombstone abgekriegt haben, hätte ich nicht eingegriffen, dann hätten wir wahrscheinlich verloren. Also, Glück gehabt, Batista, ne? Rey Mysterio kann's halt. So, wir sind nun in Little Rock, Arizona.